Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Tammy Maus. Heute seht ihr mich nicht in meiner gewohnten Umgebung. Nein, heute sind wir wieder mal am Falkensteinsee auf dem super tollen Campingplatz. Mein Mann hat spontan ein paar Tage frei bekommen, das Wetter spielte mit, Wohnwagen gepackt und los geht's. Und nun sind wir hier und ich möchte jetzt mal eine Kräuterbutter ausprobieren, denn es gibt einen super Griechen bei uns in der Nähe. Und der hat immer so eine ganz tolle Kräuterbutter. Dass er das Rezept nicht verrät, ist ja ganz klar. Aber man macht sich so seine Gedanken, was könnte drin sein. Und jetzt habe ich mir mal so ein paar Sachen zurechtgestellt. Und jetzt probieren wir das zusammen aus. Und auf das Ergebnis bin ich schon ganz gespannt. Vielleicht kommt das ja der Kräuterbutter unseres Lieblingsgriechen sehr nahe. Also, Kräuterbutter gibt's, los geht's. So, Butter brauchen wir natürlich, ganz klar. Habe ich hier mal so in Viertel geschnitten, also 250 Gramm Butter. So, die kommen jetzt da rein. Dann geht's weiter. Ich habe mir überlegt, ich nehme mir diese kleinen Päckchen Kräuter. Aus der Truhe sind die. Tiefkühl, genau. Salatkräuter, für die habe ich mich entschieden. Da kommt das ganze Päckchen rein. Sonst nehme ich auch gerne die 8 Kräuter, aber diesmal wollte ich diese einfach mal ausprobieren. So, weiter geht's. Es war auf jeden Fall in der Kräuterbutter Curry drin. Und nicht wenig. Und da wir Curry lieben, gebe ich jetzt mal 2 Esslöffel Curry dazu. Oh, ja, ist ein bisschen mehr geworden. Deckel. Salz nehme ich nur ganz wenig. So 2-3 Umdrehungen, das reicht schon. Denn ich möchte gerne würzen mit Gemüsebrühe, mit gekörnter Gemüsebrühe. Davon nehme ich wir testen uns mal langsam ran, einen halben Teelöffel. Jawohl. Und Maggi würzig gebe ich auch mal rein. 1, 2, 3, 4, 5. So, das war's. Jetzt verrühren wir das Ganze 1 Minute Stufe 4 und dann bin ich gespannt. So Leute, ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Löffelchen. So, jetzt wird probiert. So sieht sie übrigens jetzt aus. Schön gelb. So. Achtung. Kommt dem Ganzen schon sehr nahe, aber es fehlt ein bisschen Würze. Also nehmen wir anstatt einem halben Teelöffel Brühe einen ganzen. Ich gebe jetzt noch mal einen halben dazu. Und auch ein paar Spritzer Maggi. Nochmal 5, das heißt im Endeffekt sind wir jetzt bei 10. Und ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen Salz. Ja, so ist das, wenn man was Neues ausprobiert. Man testet so lange, bis es irgendwann schmeckt. Richtig gut schmeckt. So. Das müssen wir jetzt nur noch verrühren. Geben wir mal 30 Sekunden. Ach, 20 reicht auch. 20 Sekunden, Stufe 4. So, nächster Geschmackstest. Das ist es. Also das ist es wirklich. Das schmeckt Wahnsinn. Ich bin schon ganz gespannt, wie es später schmeckt mit dem selbstgebrachten Fladenbrot, was ich in diesem Video davor mache, beziehungsweise danach. Der Teig steht jetzt gerade im Vorzelt und geht und geht und geht, weil es richtig schön warm ist draußen.
So lasse ich's. So werde ich es auch in mein nächstes Kochbuch reinsetzen. Ich glaube, ich nehme es mit rein, weil es ist wirklich toll und so ein Rezept habe ich noch nirgendwo gesehen. Herzlich willkommen zum letzten Teil des Videos. Jetzt probiere ich die Kräuterbutter nochmal mit dem selbstgemachten Fladenbrot zusammen. Und ja, ihr wisst ja, wie das bei mir funktioniert. Sieht auf jeden Fall toll aus. Mein Mann hat es super schön gegrillt, schön kross. Mahlzeit! Die Kräuterbutter ist jetzt auch richtig schön durchgezogen und sie ähnelt unserer Lieblingskräuterbutter, ja, fast auf 100%. Also mein Mann sagte schon, super lecker. Die Gewürze kommen durch. Das Einzige, was ich beim nächsten Mal nicht machen würde, ich habe jetzt diese gemischten Gartenkräuter genommen. Da sind Zwiebeln mit drin, das ist nicht so mein Ding. Beim nächsten Mal würde ich, denke ich mal, wieder diese 8 Kräuter nehmen aus der Tiefkühltruhe. Aber ansonsten ist das ein super Ding. Schaut euch mal das tolle Fladenbrot an. Kommt noch mal ein bisschen näher. Mein Mann filmt mich gerade. Und die Kräuterbutter ist auch richtig schön gelblich vom Curry. Ja, wir verbringen hier noch ein paar schöne Tage am Falkensteinsee. Das Wetter spielt mit. Es soll schlechter werden, sagen alle. Aber mein Gott, es wird auch wieder besser. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich habe ganz vergessen, ich habe doch jetzt diese neue Funktion. Oben rechts blende ich euch natürlich den Link ein. Wenn ihr jetzt das Fladenbrot-Video guckt, dann findet ihr den Link zu Kräuterbutter und umgekehrt halt genauso. So ihr Lieben, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch wäre natürlich wie immer gut. Und ansonsten Kommentare, Tipps dürft ihr mir natürlich gerne auf Facebook, auf meiner Seite Terminmaus aus Friesland zukommen lassen. Ja, das war's. Ich habe Hunger. Guten Appetit. Tschüss.